Musik, Leidenschaft, alles. Techno verbinde ich persönlich ja mit einer sehr starken Energie. Das ist für mich nicht nur Musik, sondern auch Freunde. Die Musik, mit der ich groß geworden bin. Feiern, Spaß haben am Wochenende. Der Freundeskreis, die Unternehmung innerhalb des Freundeskreises, Partys. Massenveranstaltungen, kleine Kinder. Drogen. Es ist die Digitalisierung der Musik. Der Ton im Techno ist für mich ein Gefühl. Techno ist Musik, die Bum-Bum macht. Das Schwierige ist einfach, den Beat zu spüren. So. Und laut ist in Kraft. Der Bass, die Geschwindigkeit. Für mich ist das einfach eine Lebenserfüllung. Spaß haben. Ja. Tanzen. Zeitvertreib. So. Was willst du sonst machen? So? Wenn man jetzt sagt, ich stehe auf Techno, das sagt eigentlich gar nichts aus. Weil, ja, das ist einfach nur ein Oberbegriff. Ja, hallo, ich bin die Candida. Ich nehme an diesem Projekt teil, weil ich der Meinung bin, dass die Aufklärung also besser aufgenommen wird durch Jugendliche, wenn es durch Jugendliche stattfindet. Ich bin der Christian und meine Motivation, diesen Film zu drehen, ist zum einen Spaß am Feiern, so. Zum anderen ein Bedürfnis, die Menschen darüber aufzuklären, was am Wochenende in der Disco sich abspielt oder was die Leute so treiben, die Spaß an Techno haben und eventuell auch Spaß an Drogen. Ja, hallo, ich bin Anja und habe eben halt auch an einem Medienprojekt teilgenommen, hier über Ecstasy, und wusste eben halt nur teilweise was über die Sachen und hatte auch einen Freund, der da irgendwie voll abgedriftet ist in die Szene, und habe das Ganze eigentlich nur so richtig kapiert. Und jetzt durch diese 9 Monate oder wie lange wir jetzt schon zusammenarbeiten, weiß ich ja jetzt eben halt genauer drüber Bescheid. Und weiß ich nicht. So ein Drogen kann ich nur sagen, so nach dem Motto, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, ne? Wir Raver sehen die Welt irgendwie anders. Wesentlich bunter und viel lockerer. Wir halten meist Dinge, die wichtig sind, nicht für wichtig, und das macht halt in dem Moment Techno aus. Techno ist ein Tool, das mich bunt über den Tag bringt, mich ein bisschen hochpowert, wenn ich keinen Bock habe, und unterstützt, wenn ich Bock habe. Macht auf jeden Fall Spaß, ist das Beste, was es gibt. Ich finde das Lied einfach gut, das Rhythmus. Zum Beispiel der Bass, das ist ja auch vom, wie sagt man das jetzt nochmal? Ein bisschen aufgeregt, vom Mutterherzschlag her. Wenn ich freitags abends aus dem Haus gehe, so, dann bin ich schon im Kopf damit, mit der Musik schon verbunden. Ich höre halt schon so, weißt du, wie er langsam kommt, wie er langsam brodelt im Magen. So. Wenn man Techno mag, dann lebt man Techno. Also es gehört dazu, halt mit Nächte durchfeiern, und ja, es sind halt, trifft man teilweise verrückte Leute auf Partys, es gehört alles dazu. Ich bin jetzt 25 und seit dem 14. Lebensjahr, also jetzt seit 11 Jahren, bin ich in der Techno-Szene und feiere und habe eigentlich nie dieses was anderes kennengelernt als dieses familiäre Gefühl im Techno, in dieser ganzen Posse und Familie oder wie man es auch immer nennen mag. Und also ich möchte es nicht mehr missen. Die Menschen, die diese Musik hören, die in dieser Szene sich aufhalten, das sind die Jungs, die mir... Jungs und Mädels, die mir da am meisten irgendwie was bringen, die einzige Power damit bringen. Die Techno-Szene ist halt anders als andere Musikrichtungen, sag ich jetzt mal. Total abgegrenzt von der Realität. Das ist die einzige Szene, die sich wirklich noch richtig bewegt, richtig austauscht, untereinander, miteinander kommuniziert. Und ich denke, wenn man eine gute Party da macht, dann weiß es halt in kurzer Zeit, wissen das relativ viele Personen, und das ist einmal das Gute an der Techno-Szene, und es sind friedliche, gute Leute, die feiern, und wenn sie halt nicht zu oft machen,
noch alles schön im Rahmen bleibt, dann ist es wunderbar. Man kennt sich untereinander, die Verbundenheit ist einfach enger so. Wenn man im kleinen Club feiern geht zum Beispiel, dann ist man enger zusammen, als wenn man in so einem großen Club feiern geht. Da hat man 10, 12 Freunde. Hier in so einem kleinen Club zum Beispiel hat man 50 Freunde, weil man alle kennt. Ich habe jetzt allein durch die Techno-Szene andere Freunde total vernachlässigt. Und ja, es hat sich für mich eigentlich viel verändert, jetzt wo ich in der Techno-Szene bin. Ich fand vorher mein Leben, das war total anders. Wesentlich, ich habe halt meinen Charakter, das hat sich verändert. Ich bin ein anderer Typ. Ich fühle mich vielleicht ein wenig, ja, wie nennt man das, dieses Selbstgefühl. Man fühlt sich halt anders in dieser Szene. Man geht mit den Leuten anders um. Wir hatten eine Zeit, da waren Freundschaft so. Ja, und Zusammengehörigkeit eines der größten Dinge mit meinem Techno. So. Und heute Abziehereien, Schlägereien, ist das scheiße. Am Anfang schon so, dachte ich so, ja, das ist so ein Teil der Familie so und denen kann man echt alles erzählen und die sind echt so lieb und so. Aber da merkt man hinterher so, ja, die sind nur so, wenn die Drogen genommen haben und so und wenn die das nicht genommen haben, sind die ganz anders und so. Und ich war eigentlich immer gutherzig, ja, und das weiß ich nicht, ja, habe ich alles erzählt und hinterher war immer alles hinterm Rücken. Ja, dann habe ich das hinterher nicht mehr als Familie gesehen. Einfach nur aus Spaß, einfach zu tanzen und so. Also, ja, die Lust einfach rauszulassen, ohne Drogen eben so. Irgendwie würde ich jetzt keinem bestimmten Menschentyp der Musik zuordnen. Also, das kann wirklich jeder hören und jeder hat auch Spaß haben und jeder hat auch abfeiern. Weil es einfach treibend ist, man lässt sich mitreißen von den Beats, von den Sounds, von den Flächen und hat seinen Spaß einfach. Techno ist mit einer der wenigen Szenen, sag ich mal, wo wirklich aus jedem Lebensbereich und aus den verschiedensten Schichten der Gesellschaft halt die Leute zusammenkommen. So, egal ob es ein Banker ist oder ob es jetzt, sag ich mal, irgendjemand ist, der irgendwo Schuhe putzt oder Schuhe verkauft. Es bringt halt alle Leute zusammen. Die Einstellung der Leute ist aber grundsätzlich so, offen für alles. Dem aber kritisch gegenüberstehen, hoffe ich zumindest. Ja, und nachdem auch irgendwie die Welt aber auch verändern wollen. Die meisten, die auch in der Techno-Szene sind, sind auch irgendwie Außenseiter. Also nicht Außenseiter in dem Sinne, dass sie scheiße sind oder so, aber schon immer anders waren als die anderen, so gesagt. Ich sag immer, Einzelgänger gehen da immer hin und die treffen sich hier, haben dann Spaß für diesen Abend und dann ist auch Feierabend. Halt 14-tägig ungefähr Platten kaufen und dann werden halt die neuen Sachen zu Hause angehört, werden durchgehört, werden schon mal so ein paar logische Gerüste aufgebaut, wo man was verwenden kann, für welche Zeit, ist es jetzt was für die Hauptzeit, ist es was mit viel Druck, ist es eher was Grooviges oder was Smoothes für den Anfang und da wird halt klar sondiert, aber für den Abend packe ich halt die Kiste 4-5 Stunden vorher und dann wird einfach wild rausgezogen nach Gefühl, was abends dann halt los ist. Ich persönlich beobachte vorher die Atmosphäre im Club, da wo ich spiele, gucke mir die Leute an, versuche rauszufinden, was mögen die Leute hören. Mögen sie mehr was Experimentelleres hören, mögen sie mehr ein paar Hits hören, ein bisschen flächige Sounds, melodiöse Sounds, mögen sie mehr harte Beats. Das versuche ich mir einfach vorher, versuche ich für mich rauszufinden. Ja, ich habe dann meine persönlichen Platten dabei, die ich persönlich gerne höre und spielen mag, sag ich mal. Und versuche daraus einfach den Leuten im Club Spaß zu geben. Der DJ steht an seinen Tellern, mischt die Platten ineinander
möglichst so, dass man es nicht merkt sogar als Gast, als Party-People, sag ich mal. Und versucht dadurch einfach die Leute anzupuschen und denen einfach einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen zu gestalten. Das mache ich. Und ich versuche einfach eine Steigerung durch meine Platten, so wie ich sie auswähle und aussuche und mische, versuche ich einfach mal eine Steigerung, um mal wieder eine Fläche reinzukriegen, mal auch ein Break-In, dass die Leute vielleicht mal ein bisschen sich erholen können. Und versuche einfach die Leute immer wieder zu pushen und einfach zum Schreien zu kriegen, dass sie einfach richtig Spaß haben. Die Gefühle selber, also jetzt beim Auflegen, sind eigentlich sehr stark. Ich fieber da richtig mit und ich gehe da richtig mit ab. Und ja. Ist stark. Wenn man dahinter steht, ist es irgendwann wie eine Hypnose, dass man einfach nur noch seine Impulse durch die Platten nach vorne gibt und dass es auch in den Boxen rauskommt und die Leute darauf abgehen. Und im Clubbereich muss man dann sagen, ist das Ganze dann noch verbunden mit so einer, ja, mit einer Art, sagen wir mal, Wollust, wenn da noch 300, 400, 500 nassgeschwitzte Leute vor dir wirklich schreien und abgehen, dann kommt halt noch zu diesem Gefühl, dass man sich mitteilt und den Leuten vielleicht die Möglichkeit bereitet, sich ein schönes Wochenende zu machen, dass man die Fähigkeit hat, das überhaupt zu machen und dass Tech ein ganz besonders schönes Werkzeug ist, das irgendwie nonverbal funktioniert, das einfach aufgrund seiner Existenz und seiner Klänge und seines Aufbaus her einfach kommunikativ ist. Hat angefangen als Subkultur, als ja, eine Form von ganz kleinen Zusammenschlüssen, wo halt ja, bewusst was anderes, Einzigartiges, Außergewöhnliches, nicht gesellschaftskonformes halt gelebt werden wollte. So, und ich denke, das ist eine Sache, die mit ganz vielen Kulturen passiert ist oder Subkulturbewegungen passiert ist, so, dass es irgendwann erkannt wurde, dass es ein Markt ist, der durchaus verwertbar ist, um Geschäfte zu machen. Nur halt 96, 95 vor allen Dingen, da hat ja jeder irgendwie Techno gehört, Trance, und alle fuhren sie nach Berlin oder nach Zürich oder nach Hamburg, sonst wohin, zu den Love Parades in Anführungsstrichen, und mittlerweile hat sich es halt wieder ein bisschen aufgesplittet, und das finde ich eigentlich sehr gut. So mit überlebt die Clubszene eigentlich jetzt. Die Clubszene lebt wieder, die Rave-Szene ist für mich tot. Solche Events wie Love Parade oder Mayday, denke ich, sind in der Techno-Szene gar nicht mehr das, was für die Bewegung eigentlich die Bewegung ausmacht. So. Das sind eben die kleinen Events in den Clubs, wo dann 500 Leute sind, die 3 Tage miteinander feiern. Ich mache Underground-Partys, weil ich mir denke, dass wenn man ein Club-Ding aufzieht, heißt also wöchentlich darauf angewiesen ist, da Techno-Veranstaltungen zu machen, dann denke ich, wird sich der Hass irgendwann totlaufen. Bei einer Techno-Veranstaltung gibt es eine gewisse Einmaligkeit, die auch vom Gefühl her jedem rüberkommt. Und zum einen erreicht man andere Besucherzahlen, weil sich alle Leute sagen, wenn ich heute nicht gehe, dann verpasse ich da was. Und zum anderen feiern die Leute exzessiver, weil sie genau wissen, nächste Woche gibt es das Ding so nicht mehr. Ich denke auch, dass wenn man einmalig Partys macht, man Dinge machen kann, die man in einem Club so nicht machen könnte. Junge, wird das da festgemacht? Damit heute Abend hier keiner von außen Licht sehen soll. Deswegen. Die Veranstaltungsorte entstehen oft durch Erinnerungen. Die Höhle haben wir zum Beispiel durch Kindheitserinnerungen so rausgekommen. Ich habe auch eine Bekannte, die da ihre ersten sexuellen Erfahrungen hatte. Nicht mit mir. Ich durfte zugucken. Und ich denke, ich weiß nicht, wir erinnern uns oft oder wir versuchen eine Halle zu bekommen durch Veranstalter. Manchmal kriegen wir jemanden bequatscht oder so, aber grundsätzlich hat Techno ja nicht den besten Ruf bei Leuten, die Hallen haben.
Und so ist es ganz automatisch passiert, dass wir uns das suchen, was wir brauchen. Grundsätzlich hört sich illegal immer böse an. Landfriedensbruch ist eine Ordnungswidrigkeit und wenn jemand sein Auto falsch parkt, denkt er normal nicht drüber nach. Ich denke, wenn ich mir ein Stück Land nehme, das in dieser Nacht keiner braucht, dann komme ich mir dabei nicht sehr illegal vor. Ist natürlich ein gewisser Reiz, wird sie entdeckt, wird sie nicht entdeckt. Ich gehe aber davon aus, dass ich sag mal, eine Oma überfallen wesentlich illegaler ist. Bis jetzt ist noch nichts schief gegangen. Nein, wir versuchen auch immer, so gut es geht, alles abzusichern. Bis jetzt ist eigentlich auch alles gut gelaufen. Ich denke, wenn man an vieles denkt und der Teufel nicht gegen einen ist, dann läuft es auch. Die Einmaligkeit. Ja, entsteht halt auch durch den Zwang unseres Publikums, an dem Abend kommen zu müssen, wenn sie es sehen wollen. Das heißt also, in dem Club, ich kann immer nur sagen, ich gehe nächste Woche oder übernächste Woche oder 4 Wochen. Und ja, die Party läuft meistens in einer Location einmal. Und wenn man das erlebt haben wollte, dann muss man halt an dem Abend kommen. Ich kenne einen Kollegen und der kennt irgendwie die Veranstalter und dadurch kommen wir ja hin. Wir haben zum einen Newsletter, zum anderen machen wir Flyer, die wir aber nur über unser Publikum weiterreichen. Das heißt also, hier über den Laden werden Sachen verteilt und ich weiß in etwa, wem ich Flyer mitgeben muss, damit die weitergereicht werden. Und spätestens seit unserer Silvesterparty ist es so, dass wir verschiedene Klicken in Wuppertal erreichen. Das heißt also, ich habe so für jede Clique einen Kontaktmann und reiche das dann in verschiedene Ecken weiter. Ich komme hier aus Wuppertal und ich finde die Party eigentlich ziemlich lustig. Ziemlich geile Location und die haben sich echt was einfallen lassen. Dann ist alles hier ein bisschen abgedrehter. Hier sind nur die Leute, die wirklich zu der Szene hingehören und was im Club eben nicht ist. Also die auch wirklich anständig feiern und keinen Stress machen und so. Und das ist das Geile dabei. Alles freut sich auf eine geile Party und die wollen einfach nur Spaß haben und nicht so wie jetzt im Club irgendwie blöd ansaugen. Und da haben die Leute gar keinen Bock drauf hier. Die wollen einfach nur ihre Party feiern, einfach lieb haben und das war's dann. Und was Besseres gibt es nicht als irgendwie verbotene Partys, weil da sind wirklich noch die richtigen Leute dabei, die dahin gehören. Alle Leute, alle Drogen, aber im Prinzip jeder irgendwas davon. Auch nicht unbedingt immer das Gleiche zu jeder Party, immer mal so ein bunter Mix vielleicht. Und privat glaube ich dann doch irgendwie 80% auch Haschisch oder so. Das gibt es überall.
in jeder Szene, ich sag mal, wenn es Hip-Hop ist oder Rock oder halt Techno, überall gibt es Drogen. Ja, ja. Wie oft machst du sowas? Rasen jeden Tag. Und du, ich fresse eigentlich nur Pappen. Ich finde, Pillen finde ich absolut scheiße im Prinzip, weil wenn du zu viele Pillen frisst, später, so nach 30, 40 Jahren, so kannst du im Prinzip aus deinen eigenen Gefühlen nicht mehr lachen, weißt du? Dann tust du nämlich lachen und das ist kein wahres Lachen mehr, weißt du? Ein Gefühl. Ich bin dabei, das sein zu lassen, weil ich mir sag, das bringt irgendwie doch nichts. Ich habe zwar dieses Gefühl mit der Droge, aber das bringt nichts. Ich schade damit nur meinen Körper. Du dopst dich womit? Wenn, dann habe ich ja Ecstasy und Pep ausprobiert. Ja, ein bisschen Alkohol, aber sonst keine chemischen Drogen oder sowas. Also machen wir beide nicht. Am liebsten so Red Bull mit Wodka. Es pusht gut hoch und ist okay. Harte Drogen lasse ich partout die Finger von. Ich habe es noch nie probiert und ich werde es auch nie probieren. Weil sie kommen einfach aus irgendeiner chemischen Fabrik und man weiß nie, was drin ist. Und ich sage einfach, man schmeißt sich dieses Zeug ein und man hat keine Macht mehr, es rückgängig zu machen. Ja, ich sag mal, die Leute, die was nehmen, die sind alt genug und sie müssen es wissen. Aber man sieht es ja auch selber, wenn Leute feiern gehen oder so, die kriegen ja überhaupt nichts mehr mit. Die laufen da einfach nur durch die Diskothek rum und ja, was weiß ich, kriegen da nichts mehr mit. Also meine persönliche Meinung ist, lieber nichts nehmen. Von mir ist dann auch um 3, 4 Uhr nach Hause gehen und sagen, ich bin fertig, aber ich habe eine schöne Nacht gehabt, frei, also ohne Drogen. Grundsätzlich lassen sich Drogen nicht verhindern. Wer es nimmt, soll es nehmen. Wenn ich mal eine Party hinkriegen würde, wo keiner Drogen nimmt und der Abend trotzdem gut verlaufen ist, wäre es eigentlich der beste Erfolg. Pilze? Ja, Mikros. Wenn ich sie kriege, ja, wenn ich sie kriege. Wie kosten die? In welchem Preislage sind die überhaupt denn da? Was? Ja, überhaupt. Also, das hier, wie viel kosten 20 Mark sind? Für wie viel Gramm? Ja, 20 Mark, 1 Gramm. 1 Gramm, Und wie viel kostet jetzt ungefähr so eine Pille? Auch 20 Mark. 29 Mark. 21, nee, 20 Mark. Nicht 29 Mark, das wäre ja Hammer. Ja, richtig. Ich habe heute Abend nur 15 bezahlt. Ja, klar, natürlich. Was? Wir haben Drogen hier, das ist ganz klar, aber nicht im großen Ausmaß, denke ich. Wir kontrollieren alle Leute, wir finden hin und wieder Drogen. Also ich kann es nicht verhindern, wenn jemand hier hinkommt, schluckt 10 Meter vor dem Parkplatz eine Tablette, kommt dann rein, sieht noch völlig normal aus und ist 2 Stunden später völlig drauf. Das ist die gängige Praxis, denke ich, heute. Techno-Szene und Drogen wird oft in klare Verbindung gebracht. Ist mit Sicherheit auch was dran, wobei ich nicht sagen will, dass irgendwie auf jeder Party jeder Drogen konsumiert. Das ist mit Sicherheit ganz anders. Aber es ist schon, Partydrogen werden vermehrt in dieser Szene schon genommen. Ist nicht so, dass alle Leute, die Techno feiern gehen, Drogen fressen. Das ist einfach so abgestempelt. Vorteil. Ich weiß ganz genau, ich könnte wahrscheinlich nicht mehr richtig feiern gehen ohne Drogen. Das ist jetzt ehrlich gemeint und das kann nicht jeder zugeben. Das ist für mich der zweite Teil so vom Techno, weißt du. Das passt so, gehört irgendwie zusammen. So. Das ist der reinste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Weil wieso, ich meine, da muss ich ja auf ein Rockkonzert gehen und mir da meine 30 Bier trinken, weil das dann auch wahrscheinlich nicht anders geht. Meine, was ist das für ein Blödsinn? Entweder mag man die Musik. Wenn man die Musik mag, dann bewegt man sich automatisch dazu. Und wieso muss dann eine Droge sein? Ich meine, die Leute schmeißen sich dann ja die Droge ein, hört sich für mich so an, weil sie die Musik nicht ertragen können sonst. Oder wie sieht das aus? Ich meine, das ist doch völliger Scheiß. Ich könnte mir feiern gehen ohne Teile oder sowas, könnte ich mir gar nicht mehr richtig vorstellen. So Leuten, die so drauf sind, sage ich einfach, dass sie meiner Meinung nach in der Szene nicht unbedingt was verloren haben, weil es macht nicht unbedingt das aus, dass ich eine Pille im Kopf habe und dazu dann elektronische Musik höre, weil ich komme ohne Pillen und ohne Pep und Koks und so wesentlich besser auf die Partys mittlerweile klar und kann wesentlich länger und besser tanzen als alle anderen im Club, ohne jetzt irgendwelche aufputschende Mittel mir eingefahren zu haben. Und für mich gehört das auf gar keinen Fall unbedingt zwangsläufig zusammen. Es ist auf jeden Fall ein netter Nebeneffekt und es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Musik, auf der man chemische Drogen nehmen kann, aber
Das gehört nicht unbedingt zusammen, auf gar keinen Fall. Die meisten Leute in unserer Szene haben ihre Erfahrung. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass wenn man nichts nimmt oder wenn man sehr wenig nimmt oder sehr sanfte Sachen nimmt, tatsächlich Ecstasy nicht zu, dass man dann die bessere Party hinkriegt. Und wenn Leute meinen, sie müssen was nehmen, damit sie abends gut drauf sind und damit sie ihr Herz mal öffnen können, besteht bei den Leuten ein grundsätzliches Problem. Wahrscheinlich noch nicht mal bei der Droge. Techno ist für den, der das mag, auch eine Sache ohne Drogen. Wenn Drogen damit ins Spiel kommen, ist natürlich klar, das ist eine gefährliche Sache, weil es steigert den positiven Erlebniswert von Techno ins Unermessliche und deswegen werden viele Leute sehr schnell dazu verleitet, auch dann in Regelmäßigkeiten ihre Wochenenden, ihren Techno-Konsum mit Drogenkonsum in Verbindung zu bringen. Die Forschungssituation im Bereich synthetische Drogen, Partydrogen ist sehr, sehr schlecht. Wir wissen über keine andere Droge so wenig wie über Ecstasy. Hier ergibt sich ein krasser Widerspruch zur Epidemiologie des Gebrauchs. Ecstasy ist die beliebteste synthetische Droge bei jungen Erwachsenen, wie wir in vielen Untersuchungen belegt haben. Über Auswirkungen des Konsums ist aber sehr wenig bekannt und da kann die Forderung nur sein, wir müssen die Forschung, sowohl die Grundlagenforschung wie die klinische Forschung, wie auch die Versorgungsforschung im Bereich moderne Drogen, Partydrogen, insbesondere Ecstasy, massiv verbessern. Ja, das Problem der chemischen Drogen bzw. des Konsums chemischer Drogen ist in Nordrhein-Westfalen seit den frühen 90er Jahren bekannt. Genaue Zahlen und Erkenntnisse über die Zahl der Konsumenten existiert nicht. Es ist auch recht schwierig festzustellen, wie viele Jugendliche in der Szene diese Drogen konsumieren. Wir haben Zahlen aus den letzten Jahren, die besagen, dass ca. 5% aller 12- bis 25-Jährigen schon mal die Droge probiert haben. Wie genau solche Umfragen sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Wir haben eine Zunahme im letzten Jahr von Ecstasy-Konsumenten, von polizeilich festgehaltenen und registrierten Ecstasy-Konsumenten. Ein Jahr davor war ein Rückgang. Das heißt, es schwankt und man kann mit genauen Zahlen zurzeit noch nicht arbeiten. Ich weiß natürlich nicht, was in der Pille drin ist, aber ich meine, wer willst du das wissen? Kannst du nie wissen. Viel Scheiße, das weiß ich. MDMA und ein bisschen Kack. Zum Teil, ne? Ich kann nicht alles voraussehen. So. Kann man nie wissen. Ja, das ist auch das Einzige, wenn ich irgendwie mal, weiß ich, Kind oder sowas kriegen sollte, dann würde ich auch komplett mit Drogen aufhören, so, weil das fände ich verantwortungslos. Ich kann schon an einer Pille sterben. So. Ecstasy ist ja, wenn man es mal so genau betrachtet, eher eine Sammelbezeichnung für eine ganze Menge von Stoffen. Und weil das, was als Ecstasy verkauft wird, ist nicht unbedingt MDMA, obwohl natürlich die meisten auf MDMA abfahren bzw. das auch haben wollen in der Pille. Also das ist der Stoff, der bis weit in die 90er Jahre rein eigentlich immer als das Ecstasy verkauft wurde. Als es dann losging und der Schwarzmarkt so seine eigenen Gesetze entfaltet hat, ist man auf eine ganze Menge anderer Stoffe noch gekommen, die verwandt sind mit MDMA, also andere Amphetaminderivate. Und darüber hinaus wird natürlich inzwischen einiges als Ecstasy verkauft, was überhaupt nichts mit Amphetaminderivaten zu tun hat oder auch diesen Entaktogenen. Normalerweise will der User MDMA und kriegt es in der Regel auch. Also in den Pillen ist im Wesentlichen auch MDMA drin. Ich habe 2,5 Teile habe ich genommen, das Pillen. Und dann habe ich noch ein bisschen Pep gezogen. Was für Teile? Eine dreieckige Mitsubishi, eine halbe. Dann habe ich, was waren die anderen? Ich habe Xe, dreieckige Xe hatten wir noch, ganz vorher. Und dann hatten wir hier noch irgendwelche geholt. Kronen, genau. Ne, Rolex, weiße Rolex. Davon habe ich auch 1,5 genommen. So. Im Prinzip sieht eine Ecstasy-Pille aus wie fast jede andere Pille. Also halt auch rund und weiß. Und unterscheidet sich aber primär dann durch das Emblem, was halt reingeprägt wurde.
es gibt da diverse unterschiedliche Bildchen. Anhand dieser Bilder sind die Pillen dann auch zu identifizieren auf dem Markt. Also es gibt verschiedene Sorten auch, weil es auch verschiedene Hersteller gibt. Die Dinger werden privat hergestellt in kleinen sogenannten Küchen. Die jeweiligen Küchen benutzen dann halt ihr Logo, um die Pillen zu kennzeichnen, um für den Endverbraucher dann die Qualität zu gewährleisten auch. Es spricht sich dann auch relativ schnell rum, welche Pillen gerade gut sind. Und somit kann der User dann auch seine Lieblingspille relativ schnell herausfinden. Das gilt allerdings auch nur eine begrenzte Zeit, da die Inhaltsstoffe dann auch nach und nach immer wieder variieren, sodass man auch nicht unbedingt nach dem Bild dann oft in die jeweilige Wirkung schließen kann. Heißt, wenn ich letztes Wochenende vielleicht die eine hatte, dann kann ich am Wochenende danach eventuell vom Bildchen her noch auf die gleiche Wirkung zurückschließen. Aber ein paar Monate später auch nicht mehr. Eigentlich überall. Man muss bloß in irgendwo in Diskothek gehen, sich ein bisschen umhören. Eigentlich überall. Also ich vermittle auch die ganze Zeit. Kriegt man angeboten oder man kennt die Leute so. Das macht. Gang und gäbe. Es ist überhaupt nicht schwer, an diese Pillen heranzukommen. Auf Partys wird man teilweise angesprochen, ob man welche haben möchte. Oftmals auch vor dem Eingangsbereich der Diskothek. Im Prinzip erkennt man die Dealer daran, dass sie die ganze Zeit am Fleck rumstehen und sich immer wieder mit anderen Leuten kurz unterhalten, irgendwo um die Ecke herum und dann wieder am Fleck stehen. Kann man auch Trost hingehen, die werden einem sicherlich was verkaufen, wenn man nicht gerade aussieht wie ein Zivilpolizist. Oder so wie ich gerade. Dass die Wirkung entfaltet, das ist ja dann doch eine Umstellung. Irgendwie ist es so, als würde sich der Raum so ein bisschen öffnen, so. Irgendwann macht es einen Klick und man ist auf jeden Fall doch ziemlich heftig unterwegs. Das erste Mal, wo ich Dunk konsumiert habe, gleich anderthalb Pillen und ein halbes Gramm Pep. Ja, und da habe ich nur noch gesagt, boah, geil, Gott. Ja, wie alle sagen, Kinders, das is it. Ecstasy bringt schon irgendwie Gefühle zum Fließen, die ansonsten ziemlich unter den Deckel gehalten werden. Zumindest kann das sehr schnell passieren. Und ja. Da kann es sein, dass es gibt Leute, die können damit sehr gut umgehen und es gibt andere, die können damit im Moment, ja, denen ist das dann einfach zu viel. Nee, bei mir hat sich einfach nur alles gedreht und mir wurde schlecht. Dann wollte ich ein paar Minuten tanzen, dann hat sich wieder alles gedreht. Ich wollte einfach nur sitzen und Augen zu und Ruhe gelassen werden. Ich habe die Geräusche ganz anders gehört, so viel intensiver irgendwie die Musik. Also für mich war es auf jeden Fall nicht gut. Wenn ich halt mit Problemen mir Drogen einschmeiße und weiß, dass ich Probleme habe, kann es ziemlich gut passieren, dass dieser Film auf gar keinen Fall gut wird, weil wenn man sich die ganze Zeit unterbewusst auch noch damit beschäftigt, mit den Problemen, die man hat, auch wenn man nicht wirklich darüber nachdenkt, aber es ist auf jeden Fall so ein gewisser Unterton dabei, der denjenigen dann ein bisschen beunruhigt. Man fühlt sich anders, man geht anders auf die Leute zu, unbeschreiblich. Man glaubt, man würde wirklich irgendwie ein bisschen abheben. Und wenn die Wirkung dann wirklich da ist, dann hat man sie auch nicht mehr unter Kontrolle. Und dann sieht man eigentlich nur gerne so die Blitze oder die Strahler so dazu. Und dann, das ist einfach ein Feeling, man würde fliegen oder so. Man ist dann einfach offener. Man geht auf die Leute offener zu. Man ist einfach offener. Man denkt an sonst gar nichts, als außer an den Augenblick. Im Übrigen ist Ecstasy die einzige Droge, die sich auf die Kontaktebene in dieser Art und Weise auswirkt, weil die Kontakte werden auf einmal gefahrlos erlebt. Man fühlt sich mit den anderen sehr wohl und warm verbunden und es entsteht eine Realität, die ohne Droge so erstmal nicht gelebt werden kann. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann irgendwie auf einer Party die ganze Zeit nur rumgesessen habe und gekuschelt oder irgendwie so rumgeschmust. Das
auch ein netter Aspekt irgendwie. Man hat oft so Liebeskicks, dass man jemanden lieb hat und abknutscht und so. Das ist durchaus eine Droge, die in Zweier- oder erweiterten Kreis noch Spaß machen kann. So. Nee, also Sex hatte ich noch nicht so, also mit Chemie gehabt. Das klappt eigentlich auch ganz gut darauf, ja. Man hat jetzt nicht unbedingt irgendwie die ganze Zeit einen Dauerständer, aber man ist auf jeden Fall gut drauf, so als wenn man, denke ich mal, gerade sehr, sehr glücklich so. Ich fühle mich einfach richtig gut, richtig sorgenlos, richtig schön. Ja, es ist halt anderer Spaß. Du bist zwar irgendwie noch derselbe, aber kommst trotzdem aus dir raus, wirst offener. Ich sag immer heile Welt, Feeling. Siehst gar nicht, dass der eine dich, sag ich mal, probiert, tja, sag ich mal, zieht dir die Kohle aus der Tasche und du lachst nur dabei. Man versetzt sich in die Kindheit zurück, so weißt du. So, wo man als kleines Kind war, man hat diese Gefühle wieder, man hat auch diese, so man redet auch wieder so miteinander, als ob man ein kleines Kind wäre oder so, weißt du. Ich meine, das ist geil, ist was scheiße, ist aber geil. Wir haben so einen Eimer voll mit Serotonin und der füllt sich auch immer so langsam und man braucht den auch immer mal so ein bisschen auf, wenn man sich freut. Kommt ja auch so mal vor. Ne? Und wenn wir jetzt uns so eine Ehe einfahren, dreht man den einfach mal oben. Wir sind natürlich richtig gut drauf. Und wenn der leer ist, dann ist man halt danach nicht mehr ganz so gut drauf. Wenn alles Serotonin aus den Speichern entleert ist, dann muss erstmal in den folgenden Tagen Serotonin neu nachproduziert werden, bevor es wieder ausgeschüttet werden kann. Und über MDMA dann einen neuen Rauschzustand ergeben kann. In dieser Zwischenzeit aber liegt zu wenig Serotonin, zu wenig Botenstoff an der Kommunikationsstelle zweier Nervenzellen vor und das macht sich dann eben bemerkbar als Depression, also genau das Gegenteil des Ecstasy-Rauschs tritt in dieser Zwischenzeit ein. Also jedes Wochenende feiern, dann knallt das Zeug nicht. Kann man machen, was man will. Der Eimer ist nicht wieder voll nach einer Woche. Spaß macht, glaube ich. Da fangen wir bei den herkömmlichen Sachen, so wie Haschisch und Gras und sowas an. Alkohol gehört natürlich auch immer noch so ein bisschen dazu, allerdings eher begrenzt. Ja, Amphetamine, Speed, psychoaktive Substanzen, Ecstasy, LSD. Ja, so ziemlich fast alles, ja, bis auf MTPT also, oder Fentanyl oder so habe ich mir nicht in den gepfiffen, weil habe ich mir gesagt, wenn du das tust, dann bist du wirklich weg, obwohl damals die paar Mal, wo ich Crack genommen habe, schon schlimm genug war. Ansonsten habe ich echt fast alles durch, so was es so auf dem Markt gibt. THC konsumiere ich dann halt, wenn ich runterkommen möchte oder wenn ich halt runterkommen wollte. Und THC konsumiere ich auch in der Woche. Zwar halte ich das in Grenzen, also in Maßen, ich kann damit gut und vorsichtig umgehen und hab das eigentlich zwar wieder das Gefühl, ich würde dadurch verblöden, aber hab das auch wiederum unter Kontrolle. Runterkommen heißt das, du rauchst THC, um von Ecstasy wegzukommen oder was bedeutet das? Ja, das ist richtig. Bei Ecstasy hat man gewisse Schlafstörungen, wenn man sich halt zurückziehen möchte und das Gefühl hat, man würde gerne schlafen wollen, aber es geht halt nicht durch die Chemie. Und wenn man dann gern die Augen schließen möchte, dann muss man doch schon eher THC konsumieren, sonst ist das nicht möglich. Wir haben die gleichen Konsummuster festgestellt wie in vorausgegangenen, sehr viel breiter dann auch noch angelegten Studien. Wir haben genauso wie unsere Vorgänger entdeckt, dass es erstens den Ecstasy-Konsumenten nicht gibt, ungefähr 90-95% ebenfalls und seit langer Zeit Cannabis konsumieren, ein erheblicher Teil der Ecstasy-Konsumenten Amphetamine einnimmt, ein kleinerer Teil Kokain einnimmt. Wir haben bei unseren Konsumenten
gesehen, dass Ecstasy erstmalig so ungefähr im Alter von 18 Jahren eingenommen wird, 2 Jahre vorher aber schon Cannabis eingenommen wurde und weitere 2 Jahre vorher der Alkohol das erste Mal konsumiert wurde. Also auf die Frage, so, was es interessant macht, Drogen zu konsumieren, kann ich eigentlich nur Trainspotting zitieren. So, es macht einfach einen höllischen Spaß. So, es ist sehr angenehm, sich zu berauschen. Also es ist immer ein Anliegen der Menschen gewesen, sich in andere Bewusstseinszustände zu versetzen, das heißt sich zu berauschen. Und dadurch sich selbst und seinen Körper anders zu erleben, seine Umwelt anders zu erleben, ja, einfach zu experimentieren mit seinem Gehirn, mit seinem Kopf, mit seinem Körper. Also damals ist es sehr gut gelaufen mit meiner Ausstellung zum Beispiel. Die Ausstellung, die habe ich zum größten Teil nur auf Drogen gemacht. Und daher sind die Bilder auch sehr gut gelungen. Und wenn ich meine heutigen Bilder so betrachte, dann ist das ein ganz anderer Stil, den ich mache. Und meine Arbeiten wurden sehr beeinflusst von dem Drogenkonsum, muss ich schon sagen. Früher war ich vielleicht inspirierter, war die Muse vielleicht mehr da, war, weil das Unterbewusstsein vielleicht auch mehr geöffnet war durch die Drogen. Und heute ist das alles ein bisschen verschlossener, das muss erstmal wieder richtig rauskommen. So, das liegt noch irgendwo vergraben und möchte gerne raus, aber es kommt halt nicht mehr so raus, weil halt die entsprechenden Sachen, Mittel nicht mehr da zur Verfügung stehen, so, ne? Weil ich keine Drogen mehr nehme. Die wenigsten kennen auch zum Beispiel sehr unterschiedliche Zustände, die es in Bezug auf verschiedene Drogen gibt. Also man kann Drogen eben nicht nur, man kann MDMA eben nicht nur zum Feiern benutzen, um auf Party einfach mal für ein paar Stunden mega gut drauf zu sein und sondern man kann es halt auch als Therapeutikum benutzen und es kann auch in diesem Sinne sehr hilfreich sein, genauso wie es halt auf einmal ungeahnte Seiten in die hervorbringen kann und was dann halt sehr schwierig zu verkraften sein kann. Und das ist halt nur möglich, wenn man auch weiß, was man sich da reinfährt. Und wir denken halt, dass es in diesem Sinne auch möglich sein würde, wenn jeder sich ein bisschen einen Schritt bewusster darüber wird, was für unterschiedliche Potenziale stecken in den Drogen und vor allen Dingen dann einen Schritt weiter zu gehen, was für unterschiedliche Potenziale und was für unterschiedliche Zustände sind denn in mir selbst überhaupt? Was bin ich selbst? Was für Schattenseiten oder was für helle Seiten habe ich noch, die ich nicht richtig annehmen kann oder die ich auch gar nicht richtig ausgemacht habe in mir? Dass du dir, wenn du diesen Schritt weitergegangen bist, dann ein ganzes Stück einfach bewusster wirst. Das heißt nicht, dass du jetzt von den Drogen lassen musst, aber dass du sie einfach bewusster einsetzen kannst, das heißt mehr gesteuert. Ich habe eigentlich entdeckt, dass man exzessiv sein kann, dass man animalisch sein kann, dass man seine ganzen Triebe vielleicht mehr freien Lauf lassen kann, wenn man Drogen genommen hat. Dass man dann sehr triebhaft ist, auf jeder Beziehung, auf jeder Basis so. Dass zum Beispiel, wenn man sagt ja so gerne Fresskick, dass man echt nur frisst und frisst und dass dann der Nahrungsaufnahmetrieb so weit gesteigert ist, dass man gar nicht mehr anders kann zum Beispiel, so, ne? Oder Sexualtrieb. Jo, eigentlich war es ja angenehm, ne? Aber ob das unbedingt gut ist, im Sinne von positiver Energie, ist die Frage. Das lassen wir mal dahingestellt. Sagen, nein, würde ich jetzt lügen. Weil ich nehme es immer noch, bin auf die Schnauze gefallen, aber tue es immer noch. Zwar, ich sage irgendwie nicht mehr so wie früher, aber halt der Mensch belügt sich gerne selber. Das ist halt bei chemischen Drogen ganz groß. Ecstasy macht keine körperliche Abhängigkeit, wie wir es beispielsweise vom Alkohol oder von den Barbituraten her kennen, aber es macht eine ausgeprägte psychische Abhängigkeit bei all jenen, die in ihrer Persönlichkeit besonders empfindlich für die Entwicklung einer Abhängigkeit sind. Und Konsumenten, die ängstlich sind,
die ein gewisses depressives Persönlichkeitsspektrum aufweisen, die selbst unsicher sind, die Probleme haben mit der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen, die neigen in besonderem Maße zu einem sehr hochdosierten Ecstasy-Konsum, so ein Ergebnis unserer Studie, sodass wir davon ausgehen können, dass diese Persönlichkeitsmerkmale, Ängstlichkeit, Depressivität, Kontaktunsicherheit, Probleme mit dem eigenen Selbstwert, das Ausmaß der psychischen Abhängigkeitsentwicklung für Ecstasy, sicher aber auch für andere illegale Drogen, entscheidend formen. Vielleicht merkt man selber jetzt, wo ich irgendwie, was ich daher rede, das ist vielleicht auch nicht richtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe selber schon kleine Schäden davon getragen, aber bisher sonst nichts Auffälliges. Weißt du, was mit deinem Körper passiert, während du sowas einnimmst? Er wird überhitzt, so. Die chemischen Bestandteile schaden bestimmt auch gut. Was weiter ist, weiß ich echt nicht. Die Gefahren bestehen darin, dass man A, zu wenig vielleicht trinkt, weil man stundenlang auf der Tanzfläche sich befindet. Gar nicht merkt, dass man an seine Leistungsgrenzen geht. Also ich habe selber schon öfters festgestellt, früher, dass die Pumpe auf einmal völlig am Rasen war, bestimmt 200 Schläge oder so, dann sollte man vielleicht doch mal 5 Minuten Pause machen. Also irgendwo müssen da die physikalischen Grenzen sein. Ich habe sie zum Glück nicht gefunden, aber ich bin mir sicher, dass sie gibt. So. Ich habe Abstürze erlebt, also die ziemlich heftig waren. Ich selber hatte auch oft Abstürze, aber ja, aber es kam nicht zum Krankenhaus und so, das nicht. Ja, denkt so, jetzt ist alles vorbei und so und man heult nur, man hat Angst irgendwie zu sterben. So, dass wirklich so, wenn das Herz rast oder alles sich so leise vorkommt oder das Gefühl eben, dass eben so scheiße ist oder denkt man echt, es ist vorbei mit dir. So, wieso hast du das denn eigentlich getan, denkt man. Erstmal wissen wir ja inzwischen, dass Gefährlichkeit beim Drogennehmen immer nicht nur vom Stoff abhängig ist, sondern vor allen Dingen halt vom Set und Setting, wie man so sagt, also von der Umgebung, in der du es nimmst und von der Art und Weise, wie du es konsumierst. Ist Ecstasy überhaupt gefährlich? Das ist natürlich überhaupt erstmal die Frage. Also ist es überhaupt gefährlich? Ist nicht Autofahren viel gefährlicher? So, ist ein bisschen polemisch natürlich gesagt, aber alles, es ist riskant, Ecstasy zu nehmen und wie groß das Risiko ist, bestimmt im Wesentlichen, denke ich mal, der Konsument. Es gibt drei Hauptergebnisse unserer Studie. Der erste Bereich fokussiert auf die psychischen Störungen, psychiatrischen Störungen, die durch Ecstasy hervorgerufen werden. Hier haben wir gefunden, dass viele Konsumenten, insbesondere dann, wenn sie schwere Ecstasy-Konsummuster aufweisen, an psychischen Störungen erkranken, an sogenannt drogeninduzierten oder Ecstasy-induzierten psychischen Störungen. Das können Psychosen sein, das können Angststörungen sein, das können depressive Störungen sein. Ich habe von 1995 bis 1997 Techno-Partys gefeiert. Ich habe mich mit Freunden getroffen dann am Wochenende und das Erste, was dann halt anmacht, war erstmal was konsumieren, sprich Drogen konsumieren, alles Mögliche so. Und ja, dann irgendwann wurde halt auf die Partys gegangen, so um 12, halb eins, je nachdem. Und dann wurde heftig abgefeiert, abgetanzt. Und dann wurde meistens noch viel Alkohol konsumiert. Und ja, dann gab es noch eine After-Hour. Da hat man auch noch viel konsumiert. Man möchte ja auch draufbleiben, man möchte ja nicht müde werden. Bis dann irgendwann nichts mehr geht. Und so ging das ganze Wochenende dann. Ja, also die Psychose habe ich gekriegt, weil ich halt zu viel Techno-Partys gefeiert habe und dadurch auch zu viel Drogen genommen habe. Und dann bin ich halt ziemlich derbe abgestürzt, so. Hab Halluzinationen gekriegt, bin aus Schreien aus meiner Wohnung rausgelaufen, weil ich zu viel Angst hatte. Und bin dann 14 Tage lang ganz paranoid durch halb Wuppertal gerannt.
zu allen möglichen Freunden und keiner konnte mir helfen. Und anschließend bin ich dann im Krankenhaus gelandet, wo ich dann 2 Monate geblieben bin. Habe Medikamente gekriegt und diese Medikamente muss ich jetzt auch noch nehmen. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich die Medikamente noch nehmen muss. Psychose heißt nichts anderes. Ich denke, ich bin Gott oder sowas. Jetzt krass gesehen. Oder halt, ich bin nur scheiße, mach mich halt selber nur noch fertig. Ich habe angefangen, für andere Leute zu denken, was die über mich denken könnten. Dadurch habe ich mich langsam und langsam weiter reingesteigert, bis fast zum Selbstmord, Notbremse gezogen, selber zum Arzt gegangen. Und dann halt wieder, sag ich mal, langsam auf den Boden gekommen. Sprich gesehen, die Leute denken gar nicht so, die haben Verständnis für mich, zeigen nicht mit dem Finger auf mich oder drücken mich in der Ecke. Vielleicht ein paar, aber das waren nicht meine Freunde. Der Vorteil war halt, da habe ich auch gelernt, wer sind meine Freunde und wer sind, sag ich mal, Schnorrer, Parasiten, sonst was, wie ich das nennen will. Halt, wer sind meine wahren Freunde? Die waren nämlich immer noch da. Jetzt geht's mir, nach 3 Jahren geht's mir wesentlich besser. Ich muss die Tabletten zwar immer noch nehmen und kann mir auch keiner sagen, wie lange ich sie noch nehmen muss, aber man merkt auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung im Gegensatz vor 3 Jahren noch. Also da habe ich noch öfters Effekte gehabt so und musste dauernd weinen und so weiter, weil es mir nicht gut ging und jetzt bin ich eigentlich schon gut drauf. So. Bei den psychotischen Störungen ist es so, dass 60% unserer Probanden Angaben in den zurückliegenden 12 Monaten einmal eine derartige psychotische Störung durch Drogenkonsum verursacht erlebt zu haben. Das ist ein sehr großes Ausmaß, mit dem wir vor Beginn unserer Studie nicht gerechnet haben. Das zweite Hauptergebnis betrifft die neuropsychologische Untersuchungsebene. Hier haben wir geguckt, inwieweit wird durch Ecstasy Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisfunktion, Lernfähigkeit beeinträchtigt. Und auch hier waren die beteiligten Wissenschaftler, als die Ergebnisse auf dem Tisch lagen, überrascht. Das Ausmaß an sogenannten kognitiven Störungen, das heißt also an Hirnfunktionsstörungen in den Bereichen Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit. Dieses Ausmaß war bei den schweren Konsumenten außerordentlich hoch und wiederum stärker, als wir erwartet hatten. Bei den ganz schweren Konsumenten sind die kognitiven Beeinträchtigungen derart stark, dass eine Beschulung oder auch eine Berufsausübung teilweise nicht mehr möglich war. Ich bin Spätzünder gewesen. Klar, auch irgendwo abgerutscht, aber ich hatte schon einen Schulabschluss. Hab meine Ausbildung gemacht, Drogen genommen und als Bester abgeschnitten, geht auch. Ich habe auch hier meine Ausbildung abgeschlossen, habe aber in den 4 Jahren keine einzige Droge genommen, habe mich nur auf die Ausbildung konzentriert. Ja, ich hier kenne es, ich habe als Bester abgeschlossen mit 1,5 von den ganzen Leuten. Und was die auch mal alle sagen, also okay, ich war auch nicht beim Arzt und habe meinen Kopf stehen können lassen, ob ich irgendwelche Löcher habe, die habe ich bestimmt, das weiß ich, weil ich habe unheimlich Drogen konsumiert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man mit allem aufhört, schafft man das. Das dritte Ergebnis, in der Öffentlichkeit immer als das wichtigste Ergebnis dargestellt, betrifft das moderne Untersuchungsverfahren der Positronen-Emissionstomographie, das zurzeit geeignetste Untersuchungsverfahren, um die Hirnfunktion zu messen. Hier haben wir herausgefunden, dass insbesondere in den tiefliegenden Hirnstrukturen bei den Ecstasy-Konsumenten Defekte vorhanden sind, wahrscheinlich als ein Beleg dafür, dass in diesen tiefgelegenen Hirnarealen die einzelnen Nervenzellen massiv in ihrer Funktion gestört sind, wenn nicht gar kaputt gegangen sind. Wir können bei der Positronen-Emissionstomographie den ganz frühen, den primären Schaden finden. Das heißt, wir fanden auch bei Konsumenten, die sehr wenig Ecstasy konsumiert haben, Hirnfunktionsstörungen, die dann sich aber noch nicht bemerkbar machen als Konzentrations-, Aufmerksamkeits-, kognitive Störungen oder auch nicht im Sinne von psychiatrischen Störungen auffällig werden. Aber dass ein Schaden durch Ecstasy, der klinisch nicht auffällig wird, der sich also sehr diskret verhält, bereits nach wenigen Tabletten Ecstasy eingenommen, vorhanden ist, muss man, wenn man sämtliche Studien zusammenfasst, schlussfolgern.
angefangen haben, vor 5 Jahren hier aktiv zu werden, war so der Gedanke, die Informationen, die es über Drogen gibt, sollten möglichst all denen, die Drogen konsumieren oder konsumieren möchten, zur Verfügung stehen. Und vor 5 Jahren gab es noch nicht so viele Informationsbroschüren wie heute, war das Thema noch nicht so aktuell, noch nicht so stark durch die Medien transportiert worden. Und dann haben einfach die Kollegen in Berlin, also diesen Verein gibt es in Berlin, Münster, Köln, Kassel und in der Schweiz. Habe ich alle? Ja, ich glaube schon. Hab alle. haben die Berliner dann eine Broschüre rausgebracht über Wirkungen, Nebenwirkungen, Risiken, aber auch Möglichkeiten, die Partydrogen bieten. Und uns geht es um eine Minimierung der Drogenproblematik, also sogenannte Safer-Use-Hinweise zu geben, Anregungen zu geben, wie man über gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die man einhalten kann, Gefahren einfach minimieren kann und dadurch auch seinen Drogenkonsum ein bisschen reflektiert und überlegt, ist es irgendwie okay oder ist es zu viel oder nimmt es Tendenzen an, die mir gerade gar nicht mehr gefallen. Also Aufklärung erinnert immer sehr stark so an Sozialarbeiter, die mit einem Tisch und einem Sonnenschirm auf einer Party stehen und Vorträge halten vielleicht so. Also wir verstehen uns schon als integrativen Bestandteil der Techno-Szene. Das heißt, wir gehen selber auf Partys feiern, wir machen teilweise selber Techno-Musik. Das ist halt eine Kultur, in der wir auch irgendwie teilweise groß geworden sind, die für uns sehr wichtig ist. Und wenn wir auf Partys Informationen verteilen, auf Partys arbeiten, dann ist es so, dass wir vom Design her halt auch Wert drauf legen, dass wir in dieser Party nicht als störender Punkt auffallen oder sowas. Das heißt, wir sind auf der Tanzfläche zu treffen und eine halbe Stunde später sind wir hinterm Infotisch zu treffen und kommunizieren einfach mit den Leuten, sind mit den Leuten in Beziehung. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Soma-Festival in Gerritshofen, das ist in der Nähe von Köln. Es ist ein riesen Techno-Festival mit ganz vielen verschiedenen Bühnen und Floors und ganz vielen verschiedenen Spielen und Aktionsbereichen. Wir sind hier mit unserem Ethan Rave Stand und zusammen mit dem Playground aus Frankfurt. Wir sind beide Mitglied im Sonic Cybertribe Netzwerk. Das ist eine bundesweite Verknüpfung von Safer Use, Selbstorganisationen im Techno-Bereich und Leuten, die ja in irgendeiner Weise außergewöhnliche Kunst- und Aktionsprojekte auf Partys vorwiegend anbieten. Ja, wir sind der Playground aus Frankfurt und wir sind so eine Gruppe von Leuten, die sich auf dem Michael Barracks in Frankfurt getroffen haben. Mischung aus Musikerinnen, Künstler, Künstlerinnen und Leuten, die Sozialpädagogik, Musikpädagogik und sonst welche Pädagogik studieren, angefangen haben zu studieren und machen den Playground und machen noch ein Live-Act und Performance und so. Der Sinn von dem ganzen Playground ist einfach eine Area, wo die Leute einfach selbst aktiv werden können. Das Konzept vom Playground ist Be Your Own Life Act. Das heißt, mach's dir selbst, spiel selbst, mal selbst, irgendwie erfind dich selbst neu und es ist halt alles Mögliche an Spielzeug da. Geht eigentlich so ein bisschen Spaß haben und sich auch irgendwie nett zu beschäftigen, wenn man mal Lust drauf hat. Platz hinten stellt der Playground natürlich eine optimale Ergänzung dar, weil es bei uns ja auch darum geht, so sich selbst zu erleben, Fähigkeiten neu zu entdecken, seine eigene Kreativität zu erproben und damit rumzuexperimentieren und damit so Werte an sich zu finden, die man vorher vielleicht nicht kannte oder vergessen hat. Und ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz von Drogenarbeit auch, wenn es darum geht, mit Drogen verantwortungsvoll umzugehen. So halt Konsummuster zu finden, die sich hervorragend einbetten lassen in kreatives, sinnvolles, erfülltes Leben. Natürlich auch im Bereich der Drogenhilfe, gerade
im Konsumentenbereich von Ecstasy und anderen Substanzen schon auch Hinweise auf risikominimierenden Konsum. Wir wissen einfach, dass wir manche Jugendlichen gar nicht erreichen können. Da hat zum Teil die Prävention nicht gewirkt. Es sind ganz andere Motive, die eine Rolle spielen. Das ist zum Teil zeitlich begrenzt, dieser Konsum. Aber wir bemühen uns natürlich, auch mit diesen Jugendlichen ins Kontakt zu kommen. Und das geht nicht, indem man sagt, du darfst nicht konsumieren, sondern das geht hier darum, das Risiko bewusst zu machen, den Konsum bewusst zu machen und Hinweise zu geben, diesen Konsum zu reduzieren, eben hin bis zur Aufgabe. Aber dazu kann man nicht einsteigen, indem man sagt, du darfst nicht konsumieren, sondern es geht nur über den Weg, guck mal, wo du konsumierst, kannst du das Risiko minimieren und. Safer Use heißt nicht sicherer Gebrauch, sondern sicherer Gebrauch. Das ist erstmal das Wichtigste, denke ich. Was wir machen wollen, was allem oder was dieses Schlagwort sagen will, ist, es kommt eben nicht nur auf den Stoff an, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, wie du ihn konsumierst. So, das ist in deiner Verantwortung, wenn du illegale Sachen oder wenn du überhaupt welche Drogen auch immer du konsumierst, es ist irgendwie deine Entscheidung, Drogen zu nehmen. Wenn du sie nimmst, dann solltest du aber darauf achten oder dann sollten dir bekannt sein, dass es bestimmte Faktoren gibt, die das sicherer gestalten können und die das, die auch die Risiken beim Konsum ein bisschen minimieren können. Ja, und dafür gibt es halt, also bei Ecstasy kann man halt eine ganze Menge doch schon beachten, um das Schlimmste zumindest erstmal zu vermeiden. Wichtig ist zum Beispiel, denke ich, wenn man ein bisschen auf Nummer sicher gehen will, konsumieren nie allein. Das ist, denke ich mal, Hauptregel Nummer eins. So, das sollten wirklich nur erfahrene User tun. Weil wenn du nicht alleine konsumierst, dann gibt es immer jemanden, der dich auch auffangen kann, der zur Nothilfe holen kann, der ja überhaupt da ist zum Auslabern und so. Regel Nummer zwei und drei ist eigentlich ordentlich trinken. Nicht Unmengen in sich reinpfeifen, aber doch gut trinken, also seine Flüssigkeitsverluste, die man einfach hat, weil man mehr schwitzt oder weil die meisten ja auch tanzen und sowas, dass man die einfach ausgleicht. Und halt, dass man die Körpertemperatur einigermaßen reguliert. Verschiedene Arten, Drug-Checking durchzuführen, verschiedene denkbare Arten. Wir möchten, dass Leute, die Drogen nehmen, dass sie Möglichkeit haben, unmittelbar diese Drogen auch zu testen. Also, dass sie wissen, bevor sie irgendwas nehmen, was sie sich da einfahren. Dieses Modell, dass man direkt auf einer Party meinetwegen oder zu Hause tatsächlich seine Pillen identifiziert, ist nicht so einfach zu realisieren. Weil man, um eine wirklich treffende Analyse zu machen, was da drin ist und wie viel wovon drin ist, eigentlich eines Labors bedarf. Oder man bedarf einer großen Testreihe, wo diese ganzen möglichen Pillen und Substanzen irgendwann mal getestet wurden. Das ist nicht so einfach umzusetzen. Deshalb gibt es auch noch andere denkbare Varianten, wie zum Beispiel so ein kleines mobiles Labor einzurichten auf Partys oder halt, das ist dann die andere große Variante, die auch ja ganz gut realisierbar wäre, dass man nach und nach immer mehr Pillen testet, zum Beispiel zu Hause, einzelne Proben abgeben kann in einem Labor und dann die Testergebnisse für jedermann zugänglich veröffentlicht, zum Beispiel im Internet. Bei diesen Pillentests ist das Problem, dass hier eine trügerische Sicherheit vermittelt wird. Das bedeutet, was kann so ein Test erbringen, gerade in Kurzzeittest? Ist die Droge jetzt weniger harmlos? Was ist genau drin? Man hat eine oberflächliche Möglichkeit, Substanzen zu bestimmen. Aber im Prinzip könnte auch vermittelt werden, also wenn du die nimmst, ist es letztendlich nicht so schlimm.
Generell denke ich, müssten alle möglichen Substanzen, die auf dem Schwarzmarkt auch im Umlauf sind, getestet werden. Wir haben wesentlich mehr Tote durch unsachgemäße Konsum oder falsche Einschätzung bei Heroin, bei harten Opiaten. Und auch hier wäre die Frage zu stellen, müssten nicht auch solche Sachen getestet werden? Also diese ganze Diskussion so auf Pillentest zu beschränken, halte ich für verfehlt. Ich denke, hier muss es darum gehen, wie können wir die Gesundheitsschäden reduzieren, wie können wir die Risiken reduzieren. Und das betrifft letztendlich alle Drogen. Aber hier herrscht auch ein rechtliches Problem und wir müssen überlegen, gemeinsam mit dem Gesetzesgeber, was kann man da tun? Das Drug-Checking hat für mich eine sehr geringe Relevanz, wenn es nicht, wie zum Beispiel von der Co-Drops in Hannover geschehen, mit einem professionellen Beratungsangebot verbunden wird, sodass über den Test auch Gesprächsangebote, Ausstiegshilfen, persönliche Hilfen bereitgehalten werden. Der Drug-Checking-Test allein liefert wenig Informationen aus meiner Sicht, wenig brauchbare Informationen für die Konsumenten, weil es gar nicht mal die Verunreinigung in der Regel in den Tabletten sind, die die Schäden herbeiführen, sondern gerade der hohe Reinheitsgehalt von MDMA. Man kann auf der Grundlage unserer Studie mittlerweile sogar die These, das ist nicht belegt, aber die These formulieren, umso reiner die Ecstasy-Tablette ist, also umso mehr methylierte Amphetamine enthalten sind, umso gefährlicher ist der Stoff. Ich frage mich also, wo ist der Informationsgehalt für die Jugendlichen, die das Pillentesting fordern? In erster Linie ist es einfach ein Instrument, um zu reflektieren, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mir das und das, also meinetwegen MDMA, in einer gewissen Menge reinpfeife. Was kann mit mir passieren oder was passiert mit mir? Also ich habe tatsächlich so ein wahres Kontrollinstrument darüber, okay, ich habe hier eine Pille, ich weiß, da sind 78 Milligramm MDMA drin und die pfeife ich mir jetzt an und dann kann ich sehen, was mit mir passiert. Das Problem ist nämlich in der Regel, dass Drogengebrauch halt eben nicht nur abhängig ist von dem, was du dir reinfährst, sondern extrem abhängig davon ist, wie, was ist mit deiner Umgebung los, was ist mit mir selber gerade im Moment los. Und sich mit Drug-Checking oder über Drug-Checking ist man einen ganzen Schritt weiter, sich bewusst zu werden, irgendwie, wozu gebrauche ich überhaupt Drogen und was passiert tatsächlich in jetzt einer speziellen Situation, wenn ich Stoff A oder Stoff B nehme und wie viel davon. Das Projekt ist entstanden im Anschluss an eine Fachtagung, die es so 95, glaube ich, gab, hier in Hamburg. Und wo der Projektleiter eine ganze Menge von Leuten eingeladen hat, die schon längst praktisch arbeiteten. Der Projektleiter hat halt unter anderem Kollegen aus Manchester eingeladen und aus Amsterdam. Und die haben so ein bisschen erzählt von dem, was sie eigentlich machen in ihrer praktischen Arbeit, um Ecstasy oder Dance-Drug-Users aufzuklären. Und daraus ist entstanden die Idee, bei der EU einen Antrag zu stellen auf Förderung so eines Modellprojekts. In dem ersten Jahr sind dann vor allen Dingen diese Karten hier entstanden, die wir also getestet haben in der damaligen Szene, muss man ja fast sagen. Und wir haben inzwischen so einen ganzen Kartensatz daraus entwickelt, wo wir Leute informiert haben. Zu dem Zeitpunkt, muss man auch dazu sagen, war der Kenntnisstand über Ecstasy und was das so für Risiken mit sich bringt und so ziemlich gering. Techno-Szene boomte ohne Ende und immer mehr Leute haben sich halt Stoff reingepfiffen und die wenigsten von denen hatten eigentlich einen Plan. Wir haben dann halt versucht, eine ganze Menge so Leute aus der Szene zu holen und sind seitdem eigentlich so ein fester Kern von 10, 12, 15 Leuten, natürlich mit Fluktuationen am Rande, so, die sich regelmäßig getroffen haben zu der Zeit und unter anderem diese Karten mitentwickelt haben. In unserem Interesse liegt es, mehr aus der Szene irgendwie Informationen zu gewinnen und der Szene gleichzeitig Informationen zurückzugeben. Informationen zu gewinnen über das, was geht eigentlich bei euch ab, was geht in Sachen Drogenkonsum ab, wie konsumieren eigentlich die Leute,
was für Probleme haben sie dabei und sowas. Und auf der anderen Seite halt Infos zurückzugeben, uns selber schlau zu machen, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, von denen Infos einzufahren. Was gibt es da für Risiken oder wie kann man das abmildern und so. Und zum Beispiel in Form von solchen Karten übers Internet, über persönliche Kontakte, über vielfältige Arten von Medien, solche Infos auch wieder zurückzugeben. Die Idee, so eine Art Peer-Netzwerk zu unterhalten, also mit Peers sind halt die Leute genannt, die gemeint, die im Party-Setting sich auch bewegen und deren, bei denen das auch ein gewisser Teil des Lebens einfach ist. Die Idee dabei ist, dass man halt rein mit diesen Fachleuten nicht diesen Bezug besitzen, nicht zu Rande kommt und damit ein ganzes Stück weg ist von der Lebenswelt eines Ravers, sage ich mal. Also jemand, der ständig auf Party fährt, für den ist es halt schwierig, Leute zu verstehen, die in einem Büro 8 Stunden am Tag arbeiten und Fachaufsätze über MDMA lesen. Das kommt irgendwie nicht hin. Und die Idee ist es, solche Leute von der einen Front, also professionelle Problembearbeiter, die in der Prävention arbeiten, diese Leute zusammenzusetzen mit Leuten aus der Szene, und da gegenseitig einfach Input zu schaffen, um dann zum gemeinsamen Ergebnis einfach zu kommen, was praktikabel ist, was den Tatsachen so entspricht und wo die Interessen von den einen wie von den anderen gewahrt werden. Worum es uns jetzt geht seit 2 Jahren, ist, in die Szene reinzugehen, um jetzt mehr Informationen zu kriegen, wie entwickelt sich eigentlich das in Sachen Drogenkonsum. Die Partyszene besteht eben nicht nur aus Ecstasy, sondern es spielt ebenso Alkohol, Cannabis, Koks und LSD und Amphetamine spielen halt eine große Rolle. Und da gibt es halt eine sehr große Verschiebung, was da gerade in ist, wie sich die Preise entwickeln, wie sich der Markt entwickelt, wie sich Angebot und Nachfrage da sind halt ständig in Bewegung. Und dazu kommt halt, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die einfach ausscheiden aus der Szene, die vor 5 Jahren dabei waren oder noch vor 2 Jahren und die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Und es gibt halt neue People, so Kids, die nachwachsen. Und wir versuchen so ein bisschen das zu beobachten, was tut sich da eigentlich. Und so in der Art können wir uns vorstellen, dass wir auch auf andere neue Drogen und vor allen Dingen auch auf eine andere Art von Konsum in Bezug auf die alten Drogen reagieren können. Dass wir da einfach Infos zurückgeben, wo sie wirklich fehlen. Wir haben an den Schulen Präventionsprogramme laufen. Es gibt zahlreiche Materialien, die bereits im Primärbereich eingesetzt werden. Und das bedeutet, dass wir auch mit Nichtkonsumenten suchtpräventive Maßnahmen durchführen. Das beginnt sehr früh. Suchtvorbeugung ist ein Prozess, der sehr früh beginnt, im frühen Alter, im Kindergarten, wo es noch nicht um Drogen geht, sondern um Verhaltensweisen, um Ausweichverhalten, um Problemverhalten, Kommunikationsverhalten. Und das setzt sich fort bis zur Pubertätzeit, teilweise darüber hinaus. Und es geht ja darum, Fähigkeiten zu vermitteln, die es überflüssig machen, Drogen zu nehmen, aus Gründen der Problemverdrängung oder Problembearbeitung, aus kommunikativen Gründen. Und von daher versuchen wir sehr früh Alternativen zum Drogenkonsum aufzuzeigen und den Jugendlichen zu vermitteln, sodass ein Konsum dieser Substanzen gar nicht erst für den Jugendlichen so interessant wird. Im zweiten Schritt werden dann natürlich potenzielle Konsumenten in der Szene noch stärker angesprochen, noch stärker informiert, dass sie einfach das Risiko des Konsums gar nicht erst in Kauf nehmen, dass wir mit ihnen über die Risiken sprechen, dass wir ihnen auch Alternativen bieten. Und das ist natürlich der zweite Schritt, der direkt in der Szene erfolgt. Das bedeutet, dass die Suchtpräventionsfachleute in Diskotheken, auf Partys, auf großen Partys, sogenannten Events, tätig sind. Es gibt Techno-Partys, wo Stände sowohl von der Prävention als aber auch von Selbsthilfegruppen wie zum Beispiel Event Rave gestellt werden. Und dort werden Jugendliche angesprochen, es werden Informationsmaterialien verteilt. Wir haben ganz konkrete Infocards, wo über die Gefahren gewarnt wird und wo auch gleichzeitig Adressen oder Telefonnummern stehen,
unter denen sich die Jugendlichen weitere Informationen holen können. Wir haben eine Untersuchung gemacht 1998 über die Wirksamkeit von solchen Maßnahmen. Es zeigt wohl, dass diese Präventionsmaßnahmen, wenn sie vor Ort durchgeführt werden und auch mit Materialien durchgeführt werden, die ehrlich sind und nicht nur mit dem Zeigefinger kommen, durchaus auch ernst genommen werden und auch akzeptiert werden von den Jugendlichen. Techno ist für mich das Tool. Das heißt also, man kann mit Techno in Verbindung mit einem guten DJ, mit guten Platten, die Leute auch so zum Ausrasten kriegen. Und da sind Drogen nicht unbedingt für erforderlich. Ich denke mir, dass nach wie vor auch noch eine Menge Leute sind, die irgendwie auch noch so drauf sind. Ich denke mir, wenn viele mehr Leute geben würde, die regelmäßig in dem Stil Drogen nehmen würden, in dem Club, dann würde es sich nicht mehr lohnen. Weil dann denke ich mal, dass spätestens in ein paar Jahren das ganze Kartenhaus in sich zusammenbrechen würde. Also ich würde allen jungen Neuanfängern empfehlen, vorsichtig damit umzugehen, nicht jedes Wochenende unbedingt auf Partys zu gehen, eventuell noch andere Freizeitaktivitäten in Betracht zu ziehen. Aber ansonsten kann man halt viel Spaß damit haben und eventuell dadurch auch neue, interessante Aspekte des Lebens auch kennenlernen. Also es nicht durchweg von abzuraten. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die ich hier auch nicht reingelassen habe, die halt aus dann, habe ich mal gesagt, das ist das Ende. Das geht nicht. Da gibt es halt Leute, die rutschen da ab. Und Ecstasy ist nicht gut. So sehe ich das. Und da war so eine Kollegin von mir, die hat mal zu mir gesagt, Jibi, irgendwie müssen wir andere Freunde haben, die halt ein ganz normales Leben hier nicht. Mal gucken, was die haben und was wir haben. Ich meine, bei uns ist es Tag ein, Tag aus, komm, lass feiern gehen. Drogenkonsum, Drogenkonsum, Drogenkonsum. Und das ist irgendwo motherfucking Bullshit, weil du kannst nicht nur Drogen konsumieren und das Leben hat viel mehr zu bieten. Ich meine, heute gehe ich arbeiten, das ist irgendwo cool. Aber irgendwo merke ich schon, dass ich Drogen konsumiert habe. Und zwar ganz kräftig, weil normal, wie ein 25-Jähriger bin ich nicht. Ich denke, dass die Drogenhilfe nach einer langen Vorlaufphase mittlerweile auch neue Methoden, andere Wege geht, um mit Konsumenten, die nicht in dieses alte Schema der Opiatabhängigen oder der Heroinkonsumenten passte, allmählich vorbereitet sind. Hier werden neue Wege gegangen über das Internet, über die neuen Medien. Hier geht man raus in die Szene, hier werden neue Kommunikationswege gesucht über Infocards und Ähnliches. Von daher glaube ich, dass nach der anfänglichen Unsicherheit in der Drogenhilfe man allmählich verstanden hat, dass man mit Zielgruppen wie Techno- oder Ecstasy-Konsumenten anders umgehen muss. Über die Langzeitwirkung lässt sich im Moment noch nichts sagen, weil bisher weltweit nur entweder Fallbeschreibungen vorliegen oder Querschnittsstudien, das heißt Messungen zu einem Zeitpunkt vorliegen. Um etwas über Reversibilität, das heißt also Rückbildung von Schäden, aussagen zu können, über Langzeiteffekte aussagen zu können, braucht man Längsschnittstudien. Die Probanden müssen nicht nur einmal untersucht werden, sondern sie müssen im Jahresabstand oder auch im Fünfjahresabstand 2, 3, 4, 5, 6 Mal untersucht werden. So eine Untersuchung haben wir hier im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf nun in der Zwischenzeit begonnen. Es ist aber die erste und bisher einzige Studie international dieser Art.